Muss auch mal von innen sauber machen, die Klappe. Oder du. Oder ich. So, alles, was schief laufen kann, läuft eigentlich schief. So, das ist der Sprinter, der geht das Licht hinten nicht, ein Reifen platt. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm, ich hätte den eh nicht fahren können, weil es nicht am Sprinter nicht geht. Von daher brauche ich mich nur einmal ärgern. Wenn das jetzt zwei verschiedene Sachen wären, würde ich mich doppelt ärgern. So geht's, ne? Montags beginnt man nie eine neue Saison. Alte Schaustellerregel. Heute ist Sonntag. Deshalb müssen Alice und Mirko trotz der Pannen unbedingt los zum Hamburger Dom. Ja, am liebsten, desto schneller, desto besser ist es immer. Man freut sich immer riesig. Den neuesten Klatsch und Tratsch heute erfahren, alle wiedersehen. Macht Spaß. Wie weit bist du denn drin, Alice? Bin fertig. Wollen wir jetzt hinten in den Erker reinmachen? Ihr Haus ist 12 Meter lang und lässt sich für die Fahrt einklappen. Nach der Winterpause ist allerdings nicht nur die Technik, sondern auch die Reiseroutine etwas eingerostet. Was machen wir zuerst? Den Fernseher wegpacken, bitte. Bevor wir den vergessen und dann kommen wir nicht mehr dran. Das wäre ganz ärgerlich. Ja. So, ne? Das ist das Wichtigste für meine Frau. Ja, du darfst doch die Decke da ruhig drum legen. Kannst du auch selber machen, Schatz. Komm her. Es gibt immer blöde Überraschungen, wenn die mal aufgehen. Dann der Ketchup irgendwo auf dem Boden liegt, ne? Ketchup und Paniermehl sind eigentlich am schönsten. Das macht richtig Spaß, wenn man dann ankommt und darf das erstmal alles wegwischen. So, fertig. Bitteschön. Trotzdem können sich beide ein Haus ohne Räder nicht vorstellen. Meine Eltern wohnen auch schon Lebzeiten im Wohnwagen. Und ich war als Kind im Internat, da hatten wir ja 2 Jahre ein Haus. Aber mir war das zu groß. Also ich habe es auch lieber gemütlich und klein und überschaubar. Hier in Schneverdingen besitzt Mirkos Mutter ein Grundstück, auf dem sie ihr mobiles Zuhause aufbauen, wenn sie nicht unterwegs sind. Ein Familienmitglied fehlt heute. Tochter Lisa ist im Urlaub bei Freunden. Sie kommt dann, wenn wir in Hamburg sind. Ich habe jetzt hier ihr fahrendes Kinderzimmer. Das nehmen wir jetzt schon mit nach Hamburg. Und wenn sie dann kommt, dann ist alles fertig. Was heute auch noch nicht mitkommt, ist ihr Geschäft. Hier ist halt noch Baustelle jetzt im Moment. Darum fahren wir den jetzt nächste Woche erst. Wir haben jetzt unten neue Schilder für bekommen. Wir sind ja letztes Jahr zum Sommerdom gerade so fertig geworden. Jetzt haben wir hier 2 Schilder, die müssen hier noch befestigt werden. Mirko und Alice wollen auf dem Dom Süßwaren und Schokofrüchte verkaufen. Den neuen Stand haben sie erst einmal getestet. So ist schöner, ne? Guck mal. Wir hatten vorher noch einen Kinderautoscooter. Der wurde uns leider gestohlen vor, wie lange ist das? 2 Jahre? Ja, im August sind es 2 Jahre. Ich hatte eine Panne, eine Reifenpanne, hab den 15 Kilometer von hier stehen lassen und dann wurde der. Nächsten Morgen wollte ich hin, Reifen wechseln und das Ding war weg. So, wie genau das passiert, das weiß ich nicht. Wer oder was ist nie aufgeklärt worden. Mit LKW vorweg, allen drum und dran. Großer Kran-LKW war schon echt heftig. Und dann war ja erstmal komplett Verdienstausfall. Wir waren damit immer auf dem Dom und dann war weg und dann ja. Für mich war das schlimm, weil ich damit schwer umgehen konnte. Diese Angst, dass man eben das nicht weiß, wie es jetzt im Moment erstmal weitergeht. Ich meine, klar, man hat dann Familie und Freunde, die sagen, Mensch, wir helfen. Haben sie auch alle ganz große Klasse, sonst hätten wir das auch nicht so geschafft. Aber die Angst, ja, man geht abends ins Bett und steht morgens auf und dann, ja, was nun? Also, ist schwer, schwer damit umzugehen. Süßwaren statt Autoscooter. Einen solchen Stand mit Schokofrüchten hat sich Alice schon immer gewünscht. Jetzt muss das Geschäft die Familie ernähren. Zwei Monate Winterpause in Schneverdingen. Das ist lang für geborene Schausteller wie Mirko und Alice Greyer. Der Hamburger Dom ist ihr Hauptgeschäft und ihre zweite Heimat. Also es ist beides schön, ne? Wenn man dann zu Hause ist und man will gar nicht richtig weg, weil man da auch viele Annehmlichkeiten hat. Aber wenn man dann los ist, dann ist es auch toll. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man jetzt zum Dom fährt. Sie sind nicht die einzigen Schausteller, die den Saisonstart nach dem Winter kaum abwarten können. Deshalb sind die Wohnwagenplätze auf dem Domgelände im Frühling besonders schnell besetzt. Katastrophe. Pass auf. Jetzt Lisas Camping stellen wir hier hin. Ja? Und meinen so rein. Ja, ist noch viel Platz. Die wussten, dass ich bin immer der Schletzte. Und hier lassen wir immer ein bisschen Platz. Die haben Mitleid oder Rücksicht.
Noch bevor es dunkel wird, sind am Sonntagabend die Wagen eingeparkt und das Schicksal nicht unnötig herausgefordert. Montag geht nicht. Weil Montag ist kein guter Start in die Saison. Und das ist, ja, wir haben das einfach so gelernt. Das ist genauso wie, wir holen Montag einfach kein Auto ab, weil man dann sagt, das ist die Montagsausgabe. Und so beginnt man die Saison eben einfach nicht am Montag. Die Greyers wohnen das ganze Jahr über im Wohnwagen, schon seit ihrer Kindheit. Beide stammen aus alten Schaustellerfamilien. So gut wie alles, was sie besitzen, ist in diesen 30 Quadratmetern verstaut. Wenn Mirko dann noch Feierabend gemacht hat und wir zusammen Abendbrot essen, ist alles soweit fertig. Und dann ist zu Hause zu Hause. Dann ist Hamburg unser Zuhause. Den Schokostand holen sie später nach. Das Besondere ist diesmal, dass wir auf einem anderen Standplatz stehen. Und der eigentlich nicht so gut ist. Und wir hoffen eben, ja, dass es doch zum Guten wird, dass viele Leute vorbeikommen. Dass es nicht so schlecht ist, wie wir befürchten. Nur noch ein paar Tage, dann beginnt auf dem Heiligen Geistfeld wieder das größte Volksfest des Nordens. Dreimal im Jahr entsteht für einen Monat eine Stadt in der Stadt. Dann arbeiten und leben hier mehr als 2000 Menschen auf engstem Raum. 251 Schaustellerbetriebe sind es auf diesem Frühlingsdom. Es geht auch hier bei uns auf dem Dom eigentlich nur im Großen und Ganzen miteinander. Gegeneinander würde das Leben auf so engem Raum nicht gut funktionieren. Man muss halt viele Kompromisse schließen, oft auch mal zurückstecken, damit alles so funktioniert. Und ja, weil, mach doch bitte vorsichtig auf. Das sind die Kompromisse. Ja, es geht nicht anders. Also der eine hilft dem anderen. Auch Freunde. Freunde sind auch ganz wichtig. Freunde sind toll. Es ist Freitag. In wenigen Stunden öffnet der Frühlingsdom. Läuft, wir sind ja. Morgen. Inzwischen ist auch der neue Stand an seinem Platz. Mirko hat ihn selbst gebaut. Auf dem letzten Sommerdom hatten die Greyers mit der Schokolade ihr erfolgreiches Debüt. Allerdings auf einem anderen Standplatz. Dieses Jahr würde ich eher sagen, wir haben Pech. Wie groß das Pech sein wird, wird sich dann noch zeigen. Ne? Wir sind hier in einem Abgang, der nicht ganz so gut frequentiert ist. Und haben auch noch direkt gegenüber jemand, der ähnliches Warenangebot, wahrscheinlich mit größerer Auswahl, weil der viel länger ist, ne? Viel größerer Stand. So, ist nicht ganz so glücklich, würde ich sagen. Große Konkurrenz für Alice und Mirko. Allein 47 Süßwarengeschäfte sind auf dem Frühlingsdom. Mit kräftigem Pink und Schokobrunnen wollen die Greyers Kundschaft anlocken. Wir haben mal das Problem, dass es noch kalt ist, hier der ganze Stand von innen. Und die Schokolade dadurch auch noch etwas dickflüssiger ist. Ja, normalerweise zieht sich das jetzt hier rein. Und hi! Hast du alles gekriegt, Schatz? Keine Ahnung, Mama kann ich jetzt einfach nur einkaufen. Oh, die Schokolade wabbelt jetzt langsam rüber. Gleich geht's los. Hoffe ich. Ich geh zu Mama, ne? Komm gleich wieder. Ja, mach das. Tschüss. Zieh die Arbeitssachen an. Auch Tochter Lisa hat inzwischen ihr Zuhause auf dem Dom bezogen. Ich meine, wir sind ja ohne die Kleine nicht komplett. Ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub bei Freunden. Freut man sich schon, wenn die kleine Kröte wieder da ist, ne? Das fahrende Kinderzimmer hat Lisa von ihrer Uroma geerbt. Ein fahrendes Klassenzimmer gibt es leider nicht. Lisa geht in den nächsten Wochen in Hamburg zur Schule. Ihre Eltern planen ihre Touren so, dass Lisa nur möglichst selten die Schule wechseln muss. Hammer! Scheiße, ich habe wieder gewonnen. Ich komme damit so gut klar, also darum bin ich auch auf dem Gymnasium. Es gibt, glaube ich, nur 4, 5 Kinder, die auf dem Gymnasium sind. Sie ist im Internat, weil ihre Mutter möchte nicht, dass sie auf verschiedene Schulen geht. So ist jedes Elternteil anders, ne? Zum Beispiel meine Mutter war früher auch im Internat, in demselben, weil sie von sich selber ausgesagt hat, dass sie das nicht kann. So, und bei mir geht das. Ich könnte jetzt auch jede Woche die Schule wechseln. Das wäre für mich auch kein Problem. Weißt du, spielen wir das überhaupt richtig? Weiß ich nicht. Ich glaube, ja. So, hast du nachgewürzt? Heute gibt es Paprikaschote ohne Paprika. Das Essen muss heute für 4 reichen. Mirkos Freund Stummel ist spontan zum Mittag aufgetaucht. Der Dom ist nach dem langen, einsamen Winter auch der heiß ersehnte Treffpunkt für die Schaustellergemeinde. Und da jetzt im Hintergrund sieht man schon, dass sich das erste Karussell dreht.
Da ist man so ein bisschen nervös, man weiß jetzt gleich. Das war als Kind immer das Schönste. Der fliegende Teppich, der hat einen ganz lauten Motor. Und dann war da wusch, wusch. Das war, wenn wir da mit dem Wohnwagen in der Nähe waren, die Probefahrten vor mir, dann wusste man auch als Kind schon, jetzt geht's los, jetzt können wir gleich wieder überall fahren. Überfahren, ne? Das war. Zwei Monate Winterpause liegen hinter ihnen. Wollen wir zu Schorsch fahren? Das letzte Geld haben die beiden auf einem Weihnachtsmarkt in England verdient. Anfang des Jahres gibt es kaum Jahrmärkte. Deshalb brauchen sie jetzt den Umsatz. Wir haben unseren Schwerpunkt auf Schokolade gelegt und versuchen halt ziemlich viel Sachen mit Schokolade zu verkaufen. Von Nüssen über Äpfel und anderes Obst. Es gibt auf dem Dom viele Stände, die gute Qualität haben. So, und wir versuchen es trotzdem, dass wir noch ein Quäntchen besser sind als andere vielleicht. Um Punkt 15 Uhr wird eröffnet. In guten Jahren besuchen etwa 3,5 Millionen Menschen den Frühlingsdom. Startet die Triebwerke. Triebwerke werden gezündet. Mirko und sein Freund Stummel haben eine besondere Aufgabe im Schaustellerverband. Am Eröffnungstag führen sie eine Gruppe der Stiftung Kinderjahre über den Dom. Ich finde nett, dass wir dazu eingeladen wurden. Ja, und wir dürfen einfach alles fahren. Das ist richtig schön, weil eigentlich kostet das ja Geld, ne? Okay, jetzt fahren wir mit der wilden Maus. Dankeschön. Während die Jugendlichen aus Steitshoop sich vergnügen, pflegen die beiden Schausteller eine alte Tradition. Wie viel Kleingeld hast du denn mit? Gar nichts. Wie gar nichts? Aber ich habe jetzt das habe ich mit. Ja, dann müssen wir uns das teilen. Jede Menge Kassen, die wir beglücken müssen. Komm, komm. Das sind ja mehrere Kollegen, die neue Geschäfte haben. Nicht nur diese Attraktion, sondern auch andere. Und dann macht man das als Glücksbringer, schmeißt jeder ein paar bisschen Hartgeld rein. Hallo. Hallo. Na? Viel Glück. Ich mach hier in die Pfanne. Und dann geht es. Als Schausteller verkauft man Illusionen, sagt Mirko. Und das scheint zu funktionieren. Im Jahr 2014 kamen mehr als 10 Millionen Besucher auf den Hamburger Dom. Kennst du Action? Action ist das coolste von allen. Ich habe noch nicht kontrolliert, aber ich habe gehört, das soll heftig sein. Die richtige Mischung zwischen Nervenkitzel und Nostalgie. Das ist jede Saison eine Herausforderung für die Schausteller. Das ist schon schön, dass man dann sieht, dass man Kindern oder so Gruppen mit für uns ist ja eine Kleinigkeit, so eine große Freude zu machen. Ne? Das ist schon, gibt einem auch selber ein gutes Gefühl. Man ist dann schon ein bisschen stolz auf sich, dass man dazugehört und dass man das darf und dass man das kann. So, ihr kennt das? Da oben. Eins, zwei, drei. Trotz Kälte lockt der Dom am ersten Tag viele Besucher an. Aber Alice und Mirko hatten in 6 Stunden nur 8 Kunden. Dabei waren sie auf dem letzten Sommerdom so gut gestartet. Da standen sie mittendrin. Ich denke, die Platzierung ist hier für uns diesmal nicht so glücklich. Sondern eher sehr, 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 sehr unglücklich. Die Nächte sind kurz für Alice und Mirko. Vor 1 Uhr morgens sind sie selten mit der Arbeit fertig. Lisa, wo ist denn dein Brot? Hast du das schon eingepackt? Heute ist für Lisa ein besonderer Tag. Das Einzige, was so ein bisschen stressig ist, ist Lisa zu wecken. Ach, Quatsch. heute Morgen nicht. Heute ist sie von alleine aufgestanden. In 1 Stunde beginnt ihr erster Schultag am Gymnasium in Hamburg. 2 Stunden, 3 Stunden? Ich will eigentlich Schauspielerin werden. Eigentlich. Wenn das nicht klappt, dann werde ich Schausteller. So, ganz einfach. Aber macht ja auch Spaß, Kunden zu bedienen und zu schokolieren und rumzuschmieren. Aber eigentlich Schauspielerin. Du bist wirklich nicht nervös? Sie war erst einmal hier für einen Schnuppertag im Gymnasium Allee.
Müssen wir mal gucken, wo das Sekretariat ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich innen. Guten Morgen. Guck mal, da sind noch zwei Schülerinnen, die dich auch gerne begrüßen möchten. Oh, Lilly und Urte. Genau. Die haben sich auch mit der 6D zusammen schon ganz doll auf dich gefreut. Hallo. Und kürzer geht's kaum. Eingeschult, damit sie schon mal weiß, wo wir immer hin müssen. Ja. Und dann hat es sich halt so ergeben, dass wir immer ein Schneeberding waren und dass sie praktisch, ja, wenn wir hier waren, waren bei ihnen Ferien. Und dann, ah, okay. Ja, konnte sie ja hier nicht zur Schule gehen. Oder sie hat einfach geschwänzt. Das glaube ich nicht. Lisa ist was ganz Besonderes. Das ist nämlich das einzige Schaustellerkind. Genau, ist auch das erste Mal, dass wir das machen. Wir freuen uns sehr. Genau. Damit alle wissen, auf welchem Stand Lisa ist, hat sie ein Schultagebuch dabei. Okay. Das ist halt auch, dass sie nachvollziehen können, dass sie auch regelmäßig zur Schule gehen. Ja, prima. Also viel Spaß, bis später. Okay, viel Spaß. Tschüss. 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 Okay, so, wir holen unsere Taschen hier und dann gehen wir in den Klassenraum. Super. Wir sehen das ja selber, dass es schon wichtig ist, dass man Fremdsprachen spricht, dass man sich etwas ausdrücken kann. Und man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt, wie sich das alles entwickelt in ein paar Jahren. Und dann so fühlt man sich natürlich schon ein bisschen wohler, wenn man denkt, Mensch, hier stehen noch einige Türen offen. Kein anderes Volksfest in Deutschland geht über einen so langen Zeitraum wie der Dom. Dreimal im Jahr, jeweils 30 Tage. Wer hier welchen Platz bekommt, entscheidet das Domreferat der Stadt Hamburg. Die Greyers hatten sich mit ihrem Autoscooter einen Namen gemacht. Mit dem neuen Stand müssen sie von vorne anfangen. Wann haben wir eigentlich den Termin bei der Behörde? Dienstag. Ich bin mal gespannt, wie viele Punkte wir dann haben. Man bewirbt sich hier für den Standplatz auf dem Dom und da sind ja nun mal begrenzte Flächen da. Und damit die Entscheider leichter entscheiden können, haben sie so eine Punktematrix erstellt, mit der sie das fair abarbeiten können. Barrierefreundliche Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer, Erhaltungszustand, Beleuchtung, Dekoration, Innengestaltung, Außengestaltung, besondere Servicequalität und. Also das ist eine ganz, ganz lange Liste. Die Punkte entscheiden vor allem, ob die Greyers zum Sommerdom wiederkommen dürfen. Aber auch den Standplatz möchten sie ansprechen. Da ist unsere Schokolade drin. Die kommt aus Belgien. Ist Pralinenqualität. Bislang haben sie mehr Ausgaben als Einnahmen. Oh, riecht aber sehr lecker, Schatz. Ja. Hallo. Hallo, Hase. Wie war's? Gut. Ja? Hast du Hausaufgaben auch? Das musst du jetzt machen. Hier, guck mal, bitte. Um 2 Uhr hat Lisa ihren ersten Schultag geschafft. Warum hast du kein Frühstück gehabt? Weil du mir kein Brot geschmiert hast. Ach, Mirko. Und sind die schon viel weiter als du? Die machen gerade Prozentrechnung. Kannst du das schon? Nein. Kannst du nicht? Nein. Ach so, also sind sie doch viel weiter. Ja. Ja, ich habe schon Freunde. Es sind, glaube ich, warte, wie viele sind das? 7 Kinder? Die haben direkt gesagt, dass ich nett bin. Und ja. Ellie, du hast. Richtig lecker. Lisa ist auf dem Dom aufgewachsen. Alice' Familie stammt aus dem Ruhrgebiet. Bei Freunden hat sie Mirko kennengelernt und ist mit ihm nach Norddeutschland gekommen. Geheiratet haben die beiden im Hamburger Michel. Ja, so top vorbereitet. Wenn man nicht alles selber macht. Eine Schausteller-Ehe bedeutet oft, 24 Stunden gemeinsam auf engstem Raum zu sein. Alice, lieber Hase, würdest du mir bitte einen gelochten Deckel geben? Wenn du weitermachst, mache ich dir heute noch einen Kopf. Hör jetzt auf. Sei lieb zu mir. Ich bin total lieb, total entspannt und relaxed. Und alleine arbeiten funktioniert hier auf keinen Fall. Aber es ist schon manchmal schwierig, wenn wir uns dann streiten und zu Hause, sag ich mal, nicht miteinander reden. Im Geschäft müssen wir ja dann miteinander reden. Und dann reden wir nur geschäftlich miteinander, das ist schwierig. Das muss man wirklich können. So, geht das so mit? Ja, das geht so mit. Schön ist ja auch, dass wir dann immer so schön im Partnerlook angezogen sind. Das ist immer sehr traumhaft. Mhm. Mirko trägt unheimlich gerne lila, pink. Und wenn er nicht lieb ist, dann hole ich nämlich immer den pinken Pullover raus. Den trage ich aber auch mit Würde. Machst du heute noch einen Melonenbecher? Ich denke nicht. Nein? Aber du kannst gern das machen. Nein, ich frage nur. Muss ich ja jetzt hier ein bisschen anders dekorieren, ne? Ich kann Melonenbecher machen, aber für wen? Melone! Doch, bitte!
Kinder die Melone rufen. Wie gut der Dom besucht ist, hängt sehr vom Wetter ab. Im letzten Frühling sorgte ein Sturmtief dafür, dass 1 Million Menschen weniger kamen. Und auch diese Saison startet eher wechselhaft und vor allem kalt. So, kannst du die Bananen fertig machen? Und dann würde ich jetzt gehen. Jetzt schon, Schatz? Aber ich vermisse dich dann so doll. Ey, wenn was ist, rufst du an, ne? Bis später. Später, hau rein, ne? Mein Mann war so gnädig, ich habe etwas früher freigekriegt. Ein bisschen Kopfschmerzen heute und die Kälte. Ein bisschen aufwärmen und es ist auch nicht so viel los. Mirkos Mutter hat einen Kinderautoscooter. Ähnlich dem, der Mirko und Alice gestohlen wurde. Alle haben schon zu. Alle haben schon zu, nur du noch nicht. Mein Hund hat hier gerade einen Eimer Wasser in der Kasse umgeschmissen. Ja. Und während ich aufgewischt habe, sind noch mal Leute gekommen. Sonst hätte ich auch schon auch zu gemacht. Sie hat einen zentralen Standplatz. Ihr Geschäft läuft gut. So, es geht noch mal los hier, die letzten Fahrten vor Feiern. Elli, ja. So. Wir versuchen natürlich alle, ein finanzielles Polster zu schaffen, aber das ist natürlich nicht immer einfach, gerade wenn man jung ist. Und deswegen ist es dann immer schön, wenn man wirklich die Eltern noch im Rücken haben, die einem unter die Arme greifen. Oder wenn es hart auf hart kommt, dann sind auch die Freunde da. Und ja, man muss halt wirklich gucken oder bis ins Alter arbeiten. Das gehört eben einfach dazu, wenn man sich für diesen Weg entschieden hat. Seinen Namen verdankt der Dom seinen Ursprüngen im 11. Jahrhundert. Damals stand in der Nähe des Speersort der Mariendom, in dem die Händler und Gaukler Schutz vor dem Hamburger Schiedwetter suchten. Wollen wir mal anstoßen auf einen erfolgreichen Frühlingssturm 2016? Jawohl! Einmal in der Woche treffen sich die Schausteller Frauen. Alice ist über ihre Cousine Sarah in den Frauenclub Harmonia gekommen. Zwischen 30 und 50 Mitglieder sind regelmäßig da. Mein Einstieg war ja viel leichter, dadurch, dass meine Cousine hier war. Und dadurch kriegt man ja den einen oder anderen Kontakt. Für mich war das natürlich viel leichter, immer zu fragen, wer ist das, wer ist das. Und wenn man dann immer mitgeschleppt wird. Und Sarah ist natürlich auch ein Mensch, die sehr schnell Bekanntschaften und Freundschaften schließt. Da war das für mich natürlich einfacher, sich irgendwo einzuklinken. Die Frauen hier sind zwischen 25 und 80 Jahre alt. Sie teilen den Alltag, Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen, alles, was ihr Leben ausmacht. Ohne unsere Ehre geht gar nichts, ne? Das ist Tradition. Das haben unsere Omi schon so gemacht, unsere Muttis haben das so gemacht. Und wir halten die Tradition aufrecht. Und deshalb freuen wir uns auch, dass wir so eine bunte, gemischte Gruppe sind. Dass wir unsere Alten haben. Wir leben mit unseren Alten. Wir leben ständig mit unseren Alten und mit unseren Jungen. Und weil das eine Einheit ist, ja mein Gott, die Männer haben ihre Vereine und ihre Clubs und ihre geselligen nach Feierabend. Naja, das ist ja nicht so ganz so unser Ding. Deshalb treffen wir uns halt schon mal nachmittags. Die Schaustellergemeinde ist fast wie eine Familie, sagt Alice. Gerade weil sich die Orte und Bedingungen ständig ändern, gibt die Gemeinschaft Halt. Kommst du mit einmal rum, Lilly? Ja. Wenn ich zu Hause bin und Mama sagt, ja, beide sind wieder dumm, springe ich auf und tanze. Und dann, ja, Romy, Lilly, alle wieder da. Wirklich, das ist richtig cool. Weil man sieht ja übers Jahr nicht jeden Tag. Und hier ist das dann halt 4 Wochen jeden Tag rund um die Uhr. Das ist richtig schön. Ich weiß nicht, ob ich möchte. Ich bin wirklich. Für Lisa und ihre Freundinnen ist der Dom nach der Schule ein riesiger Spielplatz. Aber auch sie müssen gewisse Regeln beachten. Ich weiß nicht, soll ich oder soll ich nicht? Ja, toll. Wir dürfen mal eben fahren. Wenn man lieb fragt, aber jetzt nicht auf Haupttagen. Das ist immer Mittwoch und am Wochenende, Freitag bis Sonntag. Das macht man einfach nicht, weil das dann am meisten Kundschaft bringt am Wochenende. Und da dürfen die Schaustellerkinder halt nicht fahren, weil es dann so überfüllt ist. Ja, und das macht man halt nicht. Das ist genauso, wie man zu jedem Tante sagt und Onkel. Das ist halt so. Das ist Gesetz. Aber heute ist Montag. Wir sind vom Platz. David, ich mach das Teil in die Jackentasche, ne? Nicht jedes Schaustellerkind liebt den Nervenkitzel. Lisa hat manchmal auch Angst.
Die fünf Mädchen wachsen in Schaustellerfamilien auf. Für ihre Mitschüler ist das oft unvorstellbar. Alle aus meiner Klasse haben mich als erstes gefragt in der ersten Klasse, habt ihr eine Toilette? Habt ihr auch eine Dusche? Schläfst du auf dem Boden? Nein. Bei mir war es eher so, ob wir reich sind. Das fragen wir immer, ob Schausteller werden noch so reich und so. Nein, ist wirklich so. Aber wir sind nicht assig. Wir sind eine große Familie. So. Ja. Alice und Mirko bereiten sich auf ihren Termin beim Domreferat vor. Sie möchten über die Bewertung ihres neuen Geschäfts sprechen, vor allem aber über den ungünstigen Standplatz. Da braucht es vielleicht ein bisschen bessere. Ja, und es ist ja auch für unsere Kollegen blöd, die dann sich nun eingeführt haben, weiß ich nicht wie viele Jahre, und dass wir genau dagegenüber sind. Wenn man wenigstens ein bisschen versetzt oder so wäre, da hängt eine ganze Menge von ab. Das ist ja nun mal unsere Existenz und unser täglich Brot. Und gut, das Wetter kann man nicht beeinflussen und viele Faktoren, die man nun nicht ändern und nicht beeinflussen kann, aber den Standplatz und die Attraktivität des Geschäftes, das, und die, das Warenangebot, das kann man ja schon irgendwie beeinflussen. Hier sind ja noch drei Wochenenden, aber ich denke nicht, dass wir das noch aufholen, was da benötigt wird. Mit Glück kommen wir mit einem blauen Auge davon, mit Pech mit zwei blauen Augen. Die Behörde hat während des Doms ein Büro in einem Container. Es allen Schaustellern recht zu machen, ist schwer. Aber von den Entscheidungen des Domreferats hängt die Existenz der Familie ab. Nach 20 Minuten ist das Gespräch vorbei. Es gibt immer Verlierer und mal gewinnt man. Es ist nur blöd, wenn wir die Verlierer sind. Ich bin lieber Gewinner. So, aber wir haben es einfach zur Sprache gebracht, weil es uns am Herzen lag. Es wurde auch gut angenommen, verständnisvoll. Und sie haben auch gesagt, dass sie das verstehen können. Und dass man eben guckt, ob man da irgendwie das demnächst mal entschärfen kann und einfach doch ein bisschen besser machen kann. Das fand ich sehr nett. Erst im Juni werden Alice und Mirko erfahren, ob sie im Sommer wieder dabei sein dürfen. Aber seit dem Gespräch sind sie zuversichtlich, auch was einen besseren Platz betrifft. Darf ich heute Zuckerwatte machen, wenn jemand möchte? Natürlich, Schatz. Du darfst alles machen. Wenn jemand was möchte, darfst du. Es ist mir immer lieber, du arbeitest, als ich selber, Schatz. Und also im Moment läuft es nicht so, wie es sollte. Eigentlich bleibt das immer hier dran hängen. Aber irgendwie. Aufgeben kommt nicht in Frage. Man hat sich ja jetzt auch für diesen Weg entschieden und sich eine Existenz aufgebaut. Also ich möchte eigentlich nichts anderes machen. Auch wenn manchmal ein bisschen Wehmut dabei ist, aber im Großen und Ganzen ist es schon, wo hat man schon die Gelegenheit mit seiner Familie zusammenarbeiten, dass meine Tochter oder unsere Tochter zwischendurch kommen kann. Es hat seine Höhen und Tiefen. Und, aber das macht es irgendwo auch aus. Also ich glaube, sonst wäre es auch schnell langweilig. Langeweile gehört einfach nicht auf den Dom, weder vor noch hinter den Kulissen. Wenn Lisa nicht Schauspielerin wird, will sie später ihr eigenes Geschäft haben. Am liebsten einen Crepe-Stand.